Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Star Wars Outlaws. Wir sollen hier noch zwei Sachen machen. Einerseits müssen wir hier mit Pike, glaube ich, heißt er, reden. Gorak, Entschuldigung. Und wir müssen noch mit dem Mechaniker quatschen. Beides machen wir, weil das gerade in der Nähe ist. Okay, zuerst mal mit Gorak, der mit uns persönlich reden will. Ich meinte, das war hier bei dem Lift hier drauf. Jo, bitte einmal nach oben. Dankeschön. Gorak, du wolltest mich sehen? Direkt zum Geschäft. Gut. Ich weiß, du hast viel zu tun als, Pike. Gouverneur Torden und Crimson Dawn wollen mich rausdrängen. Haben sich mit einem meiner Leute verschworen. Ich soll deinen Verräter finden. Und mir die Person bringen. Für ein Gespräch. Ja, genau. Gespräch. Du brauchst eine Außenseiterin, damit niemand davon hört. Es ist eine komplizierte Situation. Eine Agentin von Crimson Dawn wurde abgehört, als sie das plante. Wo? Am Irogana-Markt. Ich schätze, sie sammeln noch Informationen. Ich will wissen, wohin sie das alles weitertragen. Schon dabei, Gorak. Okay. Ich will meinen Ring wieder. Was ist, wenn ich den behalte? Ich sage mal behalten. Oh, du hast einen Ring verloren. Ist der wertvoll? Ha, du hast Glück, dass ich dich brauche. Weg jetzt! Okay, ich glaube, er mag uns. Okay, das wäre mal das. Jetzt mal zum Mechaniker. Dazu müssen wir hier einmal rausgehen. Danke. Ich glaube, wir schauen jetzt auch mal auf die Karte. Folgen. Entweder rauf oder runter. Da war so ein Treppensymbol, glaube ich. Also gut. Achten wir auf Comlink-Geplauder über Gorak. Weißt du, mein Leben ändert sich gerade. Endlich wird mein Talent erkannt. Ich habe sogar eine Partnerin. Ich habe sie gesagt. Motz deinen Gleiter auf, dann reden wir. Weißt du, mein Leben ändert sich gerade. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Finde die Mechaniker und verbessere den Gleiter. Sieh für Hinweise im Fähigkeitenmenü nach. Ach so, und dann hier zu ihm. Und da der Verräter. Findet den Agenten von Crimson Dawn. Hier in dem ganzen Gebiet. Bestimmt es. Na, dann schauen wir mal. Ja, könnt. Ja, so was. Wenn überhaupt, haben wir Glück, dass Tislak so emotional ist. Überleg mal. Er hat Gorak hintergangen, weil er ihm nicht den Weg zu einem Casino-Kreuzer bezahlen wollte. Halt ihn nur am Leben. Ach, natürlich war es Tislak. Also, stehen wir den Comlink nix. Und wie machen wir das am besten? Hey, hol's dir. Okay. Er muss es aber noch öfter machen. Baka, kannst du ein Comlink-Signal für mich nachverfolgen? Ich hab dir die Frequenz geschickt. Ich bin ziemlich beschäftigt, aber gut. Wie es aussieht, stammt das Signal von der Renpali-Station in der Nähe von Toshal. Ach, dann gehe ich wohl nach Renpali. Kannst du der Bahnbrecher nicht etwas Ruhe gönnen? Sie hat eine Menge mitgemacht. Reg dich ab, sie ist ein Schiff. Ich will aber eigentlich noch gar nicht hier weg. Halt, du Ungeziefer! Shit. Okay. Achtung, die Verdächtige wurde zuletzt in Irogana gesehen. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Da bleibe ich gerade hier hinten.
Währenddessen ganz kurz auf die Karte. Mit dem Mechaniker, das war Fähigkeiten, das war der Dude. Der Barkeeper im Imbiss von Janders Hoffnung kennt jemanden, der einen Gleiter mit in den Schubkomponente ausstatten kann. Auf Karte anzeigen. So, hier ist der Imbiss. Warte mal, kann ich da jetzt einfach Schnellreise machen? Aha, geil, ich kann einfach Schnellreise machen, obwohl ich gesucht bin. Ja, gut. Problem gelöst. So, da hinten. Stehen kann ich da nichts. Imperium ist hier nicht. Versteckt alles, was funkelt. Jemand hat die Verdächtige in ihrer Nähe gesichtet. Finden und festnehmen. Nö, nö. Na, so groß war das ja hier drin nicht. Na, ich glaube, er ist es. Was? Hey, brauchst du was? Mehr Boga Noga. Dank Farik. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe alles verloren. Bitte, ich muss mit jemandem reden. Ja, bitte kein Dramagespräch. Grüßen. Du machst gerade viel durch, was? Ja, und wie. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich hasse diesen Mond. Da bist Pikes, du nicht allein. Die an den Fersen kleben. Sturmtruppen, die mir im Nacken hängen. Und dieser Wind. Hört er denn nie auf? Hätte ich nur weiter auf Corellia gefälschte Bacta-Anzüge verkauft. Ja, ich bin aus Kanto und hatte auch nicht wirklich vor, hier zu landen und... Dann hat mich auch noch mein Partner angezeigt. Also musste ich ihn natürlich erschießen. Was? Das ist furchtbar. Hau besser ab. Mein Schiff ist in eine Schlucht gestürzt. Aber danke fürs Zuhören. Ja. Oh, mein Sinn. Hey, ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist es so offensichtlich? Selo Ruwak ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Ah, sind das die Dinger, was wir da draußen immer gesehen haben? An alle. Verdächtige wurde in ihrem Bereich auf freiem Fuß gemeldet. Verhaften Sie sie, wenn Sie sie finden. Ja, lieber andermal. So, Gleiter, komm mal her. Wie wär's mit einer Spritztour? Was wir macht haben die Zielperson verloren. Brechen Sie die Suche ab. Alles wieder ruhig. Sehr gut. Karte, zeig mal. Einmal hier raus. Ach, da hinten oben. Das ist ja mega weit weg. Das heißt, wir fahren, würde ich mal sagen, hier die Hauptstraße so raus hier. Hier auf der hinteren Seite. Mal kurz schauen. Das ist diese Richtung. Wenn doch. Da jetzt links. Ich meine, es wird schon nicht so falsch sein, immer so Richtung Marker fahren. Und eventuell ist immer da noch was Spannendes. Auf dem Weg hier. So, Pike-Territorium, sehr gut. Das heißt, die Kollegen werden uns hier nicht nerven. Hier?
Nee, da unten. Hoffentlich ist diese Mechanikerin hier irgendwo. Oh, Windfischen. Das muss Kadur sein. So, kannst du bitte absteigen? Dankeschön. Und was genau fischt man da oben? Die Flugdinger, die dann eventuell da reingehen? So funktioniert das nicht. Ist doch mal um. Meinst du, das hätte ich nicht schon versucht? Ist das die Mechanikerin? Hey, das hier ist Kadur, oder? Kann sein. Was macht eine Außenweltlerin wie du hier? Ich suche nach Selo Rovak. Warum? Fürs Imperium? Nein. Es heißt, sie kann meinen Gleiter aufmotzen. Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Dass du sie immer noch deckst, nach allem, was sie getan hat. Was denn? Dann sag ich's dir. Sie wohnt bei den Klippen, bei Yauntas Hoffnung. Alles klar. Yauntas Hoffnung. Gut, bei den Klippen. Die Luftspiegelung, das heißt in die Richtung. Gibt es da sonst noch was Interessantes? Jetzt sind wieder die gleichen Camper. Da kommt man aber nicht rein. Da hinten ist auch zu. Ja, gut. Alles klar, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Würde ich einfach mal sagen, so in die Richtung da runter. Und ich vermute mal, das könnte der Weg da hinten sein, den Berg hoch. Ja, ich probiere das mal. Einmal da rauf, bitte. Jo, nice. Also der... Ja, wobei, nee. Ich wollte ja gerade sagen, der sieht irgendwie geil aus, aber ich denke mal, der ist kaputt, so wie das aussieht. So, und sie hätte bestimmt gerne irgendeine Gegenleistung. Moin. Bist du Selo? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Kick brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die Imperialen haben einen in ihrem Windräder. Oh, no. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Also, wieder zum Imperium. Oh Mann. Okay, 1,2 Kilometer. Leider, komm mal her. Festhalten. Karte, wo ist das? Ach, da hinten. Da kann ich jetzt nicht... Gut, am besten nicht vor links, sondern einfach so rüber. Okay. Aber die schöne Gegend hier. So, und da jetzt eigentlich nur noch geradeaus. Oh geil, da fahren wir in das Gebiet da rein, was wir schon aus der Ferne gesehen haben. Die Formation von dem Ding da hinten sieht Hammer aus. Oh, da fahre ich mal nicht zu dicht dran vorbei. Ja.
Das schreit danach, dass ich hier reingehe. Wo geht denn das Kabel hier hin? Ist das? Eisen. Aber das Kabel verliert sich hier. Nee, es geht doch weiter. Ist hier? So. Aua. Yes. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Really? Oh, die Performance ist wieder voll am Mitmachen. So, komm, 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 komm. Nice. Wow. Okay. Oh, nice Accessoire. Ah, oh, ich sag mal. Es ist halt immer nur so stellenweise, ne? Mit der Performance. Bist du bereit? In der Wachen. Ah, das ist aber wieder so eine Stille. Hey, Selo, wie benutze ich diese Magnetstörer? Bring sie einfach am Verteiler bei der Turbine an. Ah, okay. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Oh, und sie sind nicht geladen. Sie halten vielleicht nicht lange. Das war's. Los geht's, Nix. Haben wir da noch extra Sachen, damit wir auch wieder rauskommen? Moment. Ich kann den Gleiter hier drin rufen. So, Nix. Es geht los. Ja. Hab's mir schon fast gedacht. Die haben nicht lang gehalten. Ich bin an der Turbine vorbei, aber der Rückweg ist versperrt. Das sollte kein Problem für dich sein. Ich meine, du bist ja ziemlich gut in sowas. Nein, also doch, bin ich. Ich dachte nur, dass atmosphärische Beschleuniger leichter zu beschaffen sind. Ich habe nur diesen einen gebaut. Er ist im Konverterraum an der Spitze des Windfängers. Hat das Imperium ihn gestohlen? Ich habe ihn gegen ein paar andere Teile eingetauscht. Ich wusste ja nicht, dass sie damit den Wind umleiten und unsere Farmer nichts mehr davon abbekommen. Tja, die gute Nachricht ist, dass sie nicht mehr lange was davon haben. Okay. Eine Hand wäscht die andere. Also ich hoffe, das ist so weit richtig, wie ich da laufe. Aber warum sollte man Wind umleiten? Hm. Ich glaube, dass sie steht end. Kann ich jetzt wirklich nicht mehr Gleiter hier rufen? Doch, kann ich. Ja, gut. Ja, da geht's nicht weiter. Gibt's hier eine Bereichskarte oder sowas hinterm Ort? Nee. Also das heißt, ich muss da runter mit dem Gleiter. Oder? Oh, diese eine Turbine läuft ja nicht. Oh, ah ja, gut, das ist eingestürzt. Gut, ich probier's doch. Wenn ich drauf gehe, dann versuchen wir nochmal den anderen Weg. Okay. Hat funktioniert. Oh. Gut. Okay, ich dachte gerade, Magnetstörer wären nicht schlecht gewesen. Wow. Okay, ich dachte, das wäre einfach nur ein bisschen windig, aber okay.
Drück auf den Knopf, Nix. Dankeschön. Gut gemacht, Nix. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein dezentes Wanted-Level kriegen, sobald wir das Teil da stehlen. Okay, noch mehr von dem Zeug. Oh. I see. Wollt ihr doch mal starten? Sehr gut. Keine Goodies. Haben wir da Goodies? Nope. Okay, wie ist jetzt hier der Plan? Muss ich mich... Warte mal, was ist, wenn ich dich anschieße? Da passiert gar nichts. Moment. Ne, geh nochmal auf die 1 bitte. Okay, sie sehen aus. Perfekt. Also ich finde die Passagen eigentlich ganz angenehm. Ah, Stimme. War da ein bisschen zur Abwechslung von dem, was man so tut. Da hoch. Und den kann ich nicht abstellen. Sollte aber kein Problem sein. Wo geht's denn danach weiter? Ach, nach unten. Ja, machst du noch mal? Ja, komm. Fallen lassen. Dankeschön. Ja, dann würde ich mal sagen, hier rein. Vielen Dank fürs Nicht-Starten. Mir geht's gut. Ehrlich. Nice. Warte mal, war das jetzt einfach nur ein extra Ding hier? Oder hier durch? Ah, na, okay. Gut. Ich bin einfach mal wieder doof. Okay, komm, schnell, 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 schnell. Soll ich es gerade riskieren? Na, ich warte mal lieber. So, dann schnell nach oben. So, komm. Dankeschön. Oh, nice, Goodies. Oh, mal wieder Schloss knacken. Ah, Mann. Okay. Immerhin. Oh, noch zwei, vielleicht physik. Gut. Wir schalten euch mal ab.
machen und damit ich hier mal so rüber kann. Viel Spaß an dem Mechaniker, der das reparieren darf. hier das gleich. Muss ich denn hier hin? Nach unten? Ne, nach oben. Okay. I guess hier nach links. Yes. Glaube ich. Dankeschön. Ja, komm, weiter rauf. Dankeschön. Okay. Warte mal, da hätte ich noch weiter in die Richtung können. Ich bin gerade ein bisschen lost. War das jetzt einfach nur hier, um das zu sammeln? Und ich muss zudem. Es sieht so aus, als wenn es da hinten, also da, so raufgehen würde. Geh mal nach da hinten wieder. Nö, moin sehen. Oh shit. Jetzt komme ich ja hier gar nicht mehr rauf. Oh, oh, nein, 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 nein! Ach, Gott sei Dank. Warte mal, wenn ich das hier mache. Ah. Okay, ich warte nochmal, dass er hier angeht. Ja, wobei. Ich kann gar nicht nach oben. Kann ich hier noch immer nach unten? Nee, nach oben kann ich nicht. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Hier gab es ja auch keinen anderen Weg. Nochmal nach oben. Wo könnte es hier weitergehen? Ach so. Okay, ich bin einfach nur doof. So, dann kommt's nochmal raus hier. Nein! Nein! Und wir haben keine Fiole mehr. Warte ich jetzt noch mal eine Sequenz hier auf. Ja, besten Dank. Und noch mal nach draußen. Nein, nein, nein! Was war das denn jetzt? Ah, das Spiel macht mich fertig. Okay, bitte nochmal.
Dankeschön. Geh schnell rüber, rüber. Und warten. Ja, vermutlich wäre es auch in einen Zug gegangen, aber ich spiele mal auf sicher. Und hier nach oben. Oh, finally. Was haben wir hier? Oh, geil. Goodies. Das muss er sein. Willi? Es wird doch jetzt nicht so einfach sein. Ich hab deinen Beschleuniger. Sieht aus, als würde hier ohne ihn gar nichts mehr funktionieren. Ich hab doch gesagt, das Ding hat Wumms. Und hey, jetzt wo der Wind wieder normal weht, hast du auch deinen Ausweg. Dankeschön. Bezüglich... Achso. Und... Ja, natürlich steht der jetzt da. Alles klar. Dankeschön. Oh, nice. Alles in Ordnung da hinten? So, dann gehen wir wieder zurück zur Mechanikerin. Jetzt hätte ich gerne mal Boost. Wo war jetzt nochmal die Auffahrt da? Ich bin ja, glaube ich, von... Da hätte man mal... War das der Weg hier? Ist das überhaupt ein Weg? Alter, diese Steuerung. Ach nee, das war da hinten oben. Oh Mann. Und da hinten hätten wir wieder die Möglichkeit, ein Rennen zu machen. Hier drüber? Ja, hier rauf. Ups. Falsch. Südre, ich habe Geschenke mitgebracht. Was habe ich dir gesagt, hä? Ganz einfach. Ich hätte das Teil nie bauen sollen. Immerhin dient es ab jetzt einer guten Sache. Gut ist etwas übertrieben. Also, ich mag dich deutlich lieber als das Imperium. Wo ist dein Gleiter? Ich muss nur noch den Repulsor anschließen und das war's schon. Jetzt kann man auch locker zu zweit drauf fahren. Oh, wirklich? Ich meinte deinen kleinen Freund hier. Ach, ja, ich auch. Genau den habe ich gemeint. Danke. Ich muss los. Wir sehen uns, Kay. Kann ich da noch ein bisschen mehr machen, so tuning-technisch? Neue Fähigkeit freigeschaltet. Temposchub. Okay, praktisch. Ah, damit wir dann auch entsprechend weiter springen können. Das macht Sinn. Was gibt es denn sonst noch so? Für 60 Meter lange Sprung durch. Für... Aufwärtssprung. Was haben wir hier? Finde Behälter 0 von 10 für die verschiedenen Möglichkeiten, nichts glücklich zu machen. Hm.
Okay. Ach, und Y mit Rauchwolke. Dafür braucht man Kompressor für Rauchbomben. Das würde ich jetzt aber auch noch interessant finden. Zeig mir das mal auf der Karte. Ah. Warum kann ich das nicht verfolgen? Das wäre gerade ganz in der Nähe. Rauchbomben finde ich eigentlich ganz cool. So, lass mal reingucken. Was haben wir noch hier? Halunkentasche mit der Anzahl an Bakterfiolen und Granaten, die klettern kann, um je eins. Ja, aber da brauchen wir noch dieses Leder. Hm. Das ist wo? Ist da unten. Alles da in der Nähe. I see. Ansonsten, was haben wir hier? Ausrüstung. Nix. Nennt sich irgendwie kaum was, ne? Ah, das lassen wir mal so. Was haben wir hier? Datenzylinder. Verlangsamt den Adrenalinfluss über Zeit. Ja, machen wir mal. Sonst da irgendwas? Werkzeuge? Das wäre das Hacking-Kit. Inventar. Nö. Fahrzeuge. Gleiter. Verbesserungen. Da kann man was machen. Wird ein Molka-19T Energiegenerator benötigt. Okay, Verbesserung bereit. Besuche zum Installieren eine Gleitergarage. Erhöht die Beschleunigungsrate der Triebwerke. Und da braucht man direkt Energieschaltkreis für die ganzen anderen Sachen. Okay, dann werden wir als nächstes mal zu einem Mechaniker laufen und hier den Generator verbessern um eine Stufe. Haben wir bei dir noch irgendwie was Neues? Nee. Gut. Journal, der Mechaniker. Jetzt müssen wir hier mit unseren... Moment mal. Sie ist eine der besten Mechaniker auf der Schale. Sie hat sich bereit erklärt, Case Glider. Warum ist das noch aktiv? Das ist schon besser. Okay, ach, Moment mal. Sie ist doch... Kann ich das nicht mit dir machen? Also gut, Wacker. Mein Gleiter ist aufgemotzt. Prima. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Dort erkläre ich dir alles. Okay. Jetzt will ich erstmal hier handeln. Ich möchte die Verbesserung installieren. Die Voraussetzungen F verbessern. Ja, cool. Aussehen. Was kann man eigentlich hier noch so machen? Ah, das sieht eigentlich ganz geil aus. Ja, machen wir das da. Und ansonsten hier hinten. Das finde ich jetzt aber schon irgendwie geil. Wobei. Ja, nehmen wir das hier. Okay. Cool. Weiß ich zu schätzen. Bis bald. Dankeschön. Begegne verschiedenen Händlern. Kredit bei Händlern ausgegeben. Ich muss mehr Geld ausgeben. Halt dich fest, Rix. Also. Einmal Follow für das da oben, weil es in der Nähe ist. Kompressor für Rauchbomben. Und dann würde ich mal gern in der Kampagne so grundsätzlich mal weitermachen. Aber es gibt echt viel zu tun hier. Das gefällt mir sehr gut. Ah, geil. Imperiales Territorium. Hüpsle! Lass mal ganz kurz gucken. Wo genau ist das? Komme ich da nicht irgendwie anders hin?
Vielleicht da so rein. Komm, sag mal, dass es da reingeht. Nein, natürlich nicht. Komm. Oh, 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 oh. Performance. Seht ihr, es passiert hier in der Szene gerade gar nichts, aber Nvidia ist gerade voll am Durchrasten. Und dann schauen wir in diese Richtung. Und ist wieder alles normal. Das Spiel braucht auf jeden Fall noch mehr Patches. Ja, vielleicht hier rein. Warum nicht wegen dem Wind? Okay. Ja, dann halt nicht. Oh, irgendwo hier oben jetzt. Moin. Wie genau soll ich da oben eigentlich hinkommen? Oder muss ich da über die Basis gehen? Ja, da könnte man klettern. Schon leise, Kumpel. Ja, da oben ist auf alle Fälle so eine Plattform. Ja, mal schauen. Ich komme doch da auch nicht dahin, oder? Es ist doch total falsch, was ich hier mache. Dieser Sektor ist sauber. Ende. Nee. Jetzt hat das einen Tunneleingang, wo ich nicht reingehen kann. Wollen wir Express laufen hier? Ja, ne. Oh, holy shit. Sieht geil aus, aber total falsch. Komm, wir sprinten jetzt hier mal weg. In der Hoffnung, dass mich hier keiner sieht. Und einmal da runter. Dankeschön. Leider. Na los, das geht schneller. Dann halt nicht zu mir. Dankeschön. Ah, oder muss ich da vielleicht irgendwie hochspringen? Was ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann. Nirgendwo hoch. So, schauen wir mal ganz kurz von hier. Nope. Also man springt hier irgendwie so drüber, aber ich glaube, das ist zu lang. Oder was ist, wenn ich da mit Schub in diesen Tunnel da reinfahre? Würde ich sagen, klären wir in der nächsten Episode. Das finden wir schon raus. Bis dahin, macht es gut.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.